Ey Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Opening eines Serie 1 Boosters. Ihr wisst, ich habe ungefähr locker schon 10, 15 Booster geöffnet auf diesem Kanal und wir hatten noch nie das Glück, hier irgendwie mal einen Force Meister rauszuziehen. Wir haben immer Base Pack oder eine Star Karte im besten Fall gezogen. Und das ist wieder ein deutscher Booster. Wieder ca. 13 Euro inzwischen, was wir hier verplempern. Bitte, bitte lasst ein Mitleids-Like da und ein Abo, um sowas zu unterstützen, dass ich hier nicht wieder im Ultrabruch komme. Weil heute habe ich echt ein gutes Gefühl. Heute werden wir den Forstmeister ziehen. Und ich hoffe, ihr gönnt mir das auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, wir holen das Ganze mal aus der Hülle raus. Und fangen an, hier das Geld zu verbrennen. Wir haben wie immer eine 5,5 Chance auf einen Forstmeister. In Anbetracht dessen, wie viele Booster ich geöffnet habe, hätte ich eigentlich schon mindestens mal 3 Forstmeister haben müssen. Allerdings bis jetzt noch nicht einen einzigen. Und ja, ich würde sagen, öffnen wir das gute Stück und schauen rein, ob wir zumindest heute Glück haben. Komm schon. Ich versuche das hier ganz sauber zu öffnen. Entlang der Linie. Ganz ruhig und schön. Ja, dann würde ich sagen, decken wir das Ganze von hinten nach vorne auf und schauen, ob wir hier was ziehen. Wir haben Klonkrieger. Klonkrieger Skinner. Das ist unsere erste Karte. Söldner Kopfgeldjäger. Ich bin gespannt. Hoffentlich ist es Cad Bane. Nein, es ist Zusatzpower, Aura Sing zusammen mit Bosk. Oh, ich bin echt nervös. Komm, bitte, es muss jetzt heute mal gönnen. Bitte, 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 nicht schon wieder 14 Euro miese. Strikeforce Klonsoldat. Druide, die Republik. Und die Republik Jedi-Ritter. Oh, es könnte alles sein. Von 101 Yoda bis hin zu Anakin. Bitte. 3, 2, 1. Oh, es ist schon wieder eine Star-Karte. Ahsoka, wenigstens ist es eine sehr coole Star-Karte. Oh. Ja, Freunde, so ist es nun mal. Man kann kein Glück haben. Und in dem Sinne, wieder 14 Euro miese. Was soll ich sagen? Wie viel Geld haben wir jetzt in Serie 1 Boostern schon verbrannt? Bitte, bitte lasst ein Mitleids-Like da. Kommentiert. Macht mich wieder glücklich. So ist das Leben. Im Endeffekt ist es halt ein Glücksspiel und man kann nicht alles haben. Und naja, in irgendein paar Monaten werden wir den nächsten Booster öffnen und vielleicht werden wir wieder gebrochen oder vielleicht wird der Bann doch auch irgendwann gebrochen und ich kann doch noch den ein oder anderen Force Meister aus einem Serie 1 Booster ziehen. Freunde, an der Stelle vielen Dank fürs Anschauen und wie immer, möge die Macht mit euch sein.